Leichte Verzögerung, ich würde sagen, die akademische Viertelstunde hier in Frankfurt. Geplant war der Anstoß um 15 Uhr. Wie gesagt, Ronaldinho, zweifacher Weltfußballer. Und dann war vielleicht insgesamt so Wein, Weib und Gesang ein bisschen zu zentral in seinem Leben. Und dann ging es so ein bisschen runter. Aber er hat einfach auch Spaß an vielen, unter anderem auch dann am Fußball. Und die Karriere von Ronaldinho bekam dann einen Knick. Aber nicht so schlimm. Thorsten Frings, die Abrissbirne gegnerischer Kreativität früher. Ein defensiver Mittelfeldspieler par excellence. Abseits, Ailton. Hast du nichts gut gesehen? Musst du machen, Brille aufsetzen. Durica macht über den rechten Flügel ein bisschen Wirbel bei den Adlern. Der sich freuen kann und lachen kann, herrlich. War schon abgepfiffen, hätte nicht gezählt. Da haben wir Kevin Prinz Boateng mit einem technischen Galastückchen. Hintenrum Flanke. Gibt es auch ab und zu noch in der Bundesliga, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und der Ailton, der kann doch in 10 Minuten nicht mehr, was der da rumläuft. Frings. Na also. Van der Vaart. 1-0. Ronaldinho. So wie sich das hier gehört. Mit Hackespitze Tralala. Frings wartet. Und dann sehr schön Raphael van der Vaart. Hundertneunfacher Nationalspieler. Und vom taktischen Ablauf hier beinahe, und das ist der Ausgleich durch den tödlichen Schuss von Uwe Bein. 1:1 in der 20. Minute. Schön gemacht, Maurizio Gaudino. Und dann abgefälscht. Ja, da war nichts zu machen für die da. Die Vorlage von Gaudino. Und dann wird der Ball hier von Uwe Bein noch unhaltbar für die da. Hier abgefälscht von Fernando Meira. Und Ailton auch wunderbar in den Lauf. Von Edmilson. Dieser Idee, a final celebration. Die Idee ist entstanden vor einem halben Jahr. Alles wird so gespielt, wohl in den nächsten 2 Jahren. Ailton, da hat es jetzt doch mal geschafft und ohne Corani. Das war der 6. Versuch von Ailton und endlich hat er mal getroffen und da ist der Kopfschütteln auf der Bank, gibt es ja gar nicht. Ein Großteil an die UNICEF oder auch an Kinderhilfsprojekte, in dem Fall
Also an ein deutsches Projekt. Diese Partie soll es dann auch in mehreren Ländern geben in den nächsten 2 Jahren. Ailton. Das war ein Torwartfehler, würde ich mal so sagen. Und Chris mit der Brust zum 4-1. Nee. Ailton mit dem Blick. Und dann mit der Brust wollte, ja, das war fast ein Eigentor von Chris, wollte mit der Brust zurück zu Pröll spielen, ging nicht gut. Also das ist nicht Frings, der hat hinten die 8 mit Frings draufstehen, das ist Jussel, Verteidiger, war ja auch mal dann in Wolfsburg. Lauf, Kurani. Wer kommt da? Das weiße Stirnband. Kurani gegen die Laufrichtung von Markus Pröll. Das 5:1. Jetzt wird so allmählich ein bisschen eine Klatsche für die Adler. Schön gewartet. Gechippt und gegen die Laufrichtung Kevin Kurani. Sohn eines Deutschen mit ungarischen Wurzeln. Mutter kommt aus Panama und geboren ist er in Rio. Das sind immer so Lebensläufe. Das könnte noch was werden mit dem Ausgleich. Da müssen wir aber 90 Minuten spielen jetzt. Wir wieder einen Veranstalter mal anrufen, ob sie wieder von 85 auf 90 gehen können. Drei Tore. Ist ja auch eine ganz bewegende Geschichte mit Benjamin Köhler, ne, der im Februar 15 da auch mit einem Tumor im Lymphsystem erkrankte und dann wieder zurückgekommen ist. Schön zu sehen, dass er heute wieder auf dem Platz steht. Ja. Das ist halt einfach jetzt die Nachspielzeit. Es geht 85 Minuten plus okay. Nachspielzeit. Plus die obligatorischen 5 Minuten Nachspielzeit. So, Chris darf nicht mehr rein. So, die Verabschiedung jetzt von Ronaldinho. Das war großer Sport. Wir sagen auch herzlichen Dank. Tolle Idee für benachteiligte Kinder.